Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game. Und zwar Evenical. Ein geiles Game, kann ich nur sagen. Suchte ich gerade aktuell super hart. Für alle RPG-Fans definitiv mal was zum Reingucken wert. Alle, die so gerne Zelda gespielt haben oder auch Final Fantasy und sonst was alles. Ein hammergeiles Game, produziert von Alice Soft, so bin ich ausgesprochen. Die Jungs haben eine ganze Menge geiler Games rausgebracht. Das Game gerade aktuell, wie gesagt, verschlinge ich nur so, weil es eine unheimlich coole Storyline hat, die ich echt feiere. Und das Spiel macht eindeutig richtig Fun. Ich werde euch einen späteren Zeitpunkt nochmal zeigen, was da alles möglich ist. Oder vielleicht auch nur, wenn wir gleich einmal den Start spielen. Könnt ihr euch aktuell holen. So, und zwar könnt ihr euch das auf Kangura Games kaufen. Da gibt es beide Teile, es gibt 1 und 2, wo ich aber jetzt mitbekommen habe, dass Teil 2 wieder ein eigenständiger Teil ist und Teil 1 ein eigenständiger Teil. Kann man sagen, hat auch mit Rancer viel zu tun, oder Race, wie heißt der, Rancer? Egal, ihr wisst, was ich meine, da muss ich auch nochmal, da habe ich mir nicht auch ein Game von geholt, den ersten Teil habe ich gerade aktuell davon, den habe ich aber noch nicht angespielt, weil ich gerade so komplett tief in dem Game drin bin. Und Teil 2 werde ich definitiv auch nochmal spielen hiervon. Teil 1 ist uncensored, kann ich euch jetzt schon mal gleich sagen, Teil 2 ist censored. Da ist bei, ja, alles, Alice Soft, muss ich mal ganz kurz sagen, ist so, die haben die früheren Games uncensored rausgebracht, danach haben sie censored Versions rausgebracht. Es gibt sie aber auch, dass diese Mosaikel entpixelt werden, aber original sind dann die neueren Spiele alle gesensert worden. Waren leichter verkäuflich für den Markt halt gewesen. Nichtsdestotrotz, hier habt ihr eine richtig gute Gameline, muss ich sagen, und auch das Spielsystem selber macht sehr viel Spaß. Ich würde ja mal sagen, ich hoffe, ich gehe jetzt gleich voll. Ne, ich habe meinen Spielstand gespeichert, aber mein Automatic Game geht weg. Was ist das? Harem Party Game. Wir spielen Astra. Das ist der junge Mann hier, der in seinen, ja, ich sag mal, Abenteuer allerhand Sachen erlebt. Und wie sein Abenteuer startet, sehen wir uns jetzt mal an. Astra? Asterisk? Ne, Astra, was willst du? 血はつながっていないから姉ではないけれど姉のような何かではあるほら早く質問に答えないとツンツンしちゃうぞ。私たちの質問に答える義務がある。してるアスタの認識力が低下している。もうさっきから聞いてるのに。アスタは何がしたいの？了解した。アスタとの成功を許可する。あら、私とエッチしたいというのは嘘だったの？
Pasta が求めるのなら構わない。いいわよ。でも、スタイルには自信がないから、あんまり見つめたらダメよ。機能は肯定する。脱がせないと成功ができない。許可。機能の処女はアスタに捧げる。あらあら、鼻血が出てるわよ。アスタはおっぱい派みたいね。うん、知っていたけど。落ち着くことを勧める。今のアスタは鼻息が荒すぎる。そうね。それにアスタは肝心なことを忘れているわ。もうそうじゃないわ。アスタ、雰囲気をつかむのが下手。鈍感系男子？最初はキスでしょ。まあそれもキスのうちだけどもね。アスタは鈍感系なのに肉食系。うん、いつでもいいわよ。受け入れ体制は整っている。どっちとするの？選べるのは一人だけ。アスタは二人のうちどちらかを選ばなければいけない。さあ選びなさい、アスタ。もちろん私を選ぶんだよね。アスタは機能を選ぶ。私たちは結ばれる運命だった。ねえ、どっち？Genau. Bei der schweren Entscheidungswahl ging ihm dann doch ein bisschen mal die Hose flöten, nachdem er sich für eine entscheiden musste. Das ist übrigens unser Held der Geschichte, Asta. Mutter Eve. So, ja. Once I have to give birth of the first humans. Ja, wir haben es halt ein bisschen verkackt, möchte ich gerne mal sagen. Und ja. Wir kriegen nochmal wieder eine schöne Chance, was gut zu machen. Und zwar in einer schönen Welt. We must not kill another humans. Ein Knight zu werden. Denn anhand eines Knights könnt ihr nicht mehrere. Wenn ihr ein Knight seid, könnt ihr mehrere Frauen haben. Und darauf geht die Geschichte, fängt sie auch so ein bisschen an. Eigentlich ganz komisch. Aber in Wirklichkeit ziemlich cool, weil nachher wird das Spiel echt intensiv gut. Mit einer wirklich guten Storyline, wo ich gerade aktuell jetzt gerade Capture 3 erreicht habe. Und ich das Ding unbedingt durchsuchen möchte. Weil das Ding unheimlich gut ist. Gerade was die Storyline angeht, die Kampfsysteme angeht und sonst was alles, das gefällt mir echt gut. Und wir treffen gleich mal die Erste. Und auch wenn wir zu den Schwestern wieder zurückkommen, ist auch noch eine Frage. Er ist schon so ein kleiner Schlingel. アンダースタン？そして気絶していた君は
塩水を吐いて意識を取り戻した。 So, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen voraus, weil das ganze Thema zieht ein bisschen lang. Wir werden über die Welt, in der wir gerade leben, etwas informiert, was eigentlich auch so... Ich kann es ja schon mal vorweg spoilern. Sie ist eine Prinzessin, die uns gerade hier begegnet. Auch eine von den Ladies, die ihr nachher in euren Harem hier halten dürft. Denn jetzt geht das Spiel langsam mal richtig los. Und für mich meiner Meinung nach ein cooles Gamefeld. Erinnert mich so ein bisschen an den Gameboy und sonst was alles, dieses Game-Ding. Aber gefällt mir auf alle Fälle sehr gut. Ist mit Maus spielbar, ist auch mit WASD spielbar. Oder mit Controller spielbar. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Bei der Maussteuerung solltet ihr allerdings ein bisschen aufpassen. Denn es kann schnell sein, dass sich hier mal eben so ein Lock einfängt, wenn ihr mehrere Gegner da drauf habt. Da müsst ihr schon gucken, dass ihr den richtigen Gegner anvisiert habt. Ansonsten haut ihr die ganze Zeit den einen auf die Schnauze, der euch vielleicht als letztes attackiert. So meinte ich das eigentlich. Das ist halt, wie gesagt, müsst ihr wissen, wie ihr spielen wollt. Kann man auf alle Weise spielen. Ich habe es jetzt persönlich mit Maus gespielt und habe damit keine Probleme gehabt. Nächste auf der Liste. Die erste, die euren Harem nachher angehören wird, ist diese junge Dame. Sie ist halt ein Knight. Oder nee, Quatsch, ist kein Knight, ne? Du willst, er selber will ja Knight werden. Und ja, ich glaube, sie ist ein Outlaw oder sowas in der Richtung. Auf alle Fälle ist sie die erste, die nach später eurer Party hinzujoint. So, Spielwelt sehen wir hier auch schon mal. So, und ihr habt hier unten euer Capture-Auswahl. So, ich rede gleich ein bisschen mal alles über das ganze Interface. Oh, ob ich die wohl wiedersehen werde? Wird aber schwer werden. Schauen wir mal, ob wir die beiden wiedersehen werden. Am Ende des Spiels weiß ich nämlich auch noch nicht, was los sein wird. Aber auf alle Fälle... wird es unterhaltsam, das kann ich euch schon mal vorweg versprechen. Ja, verdammt. Entschuldigt bitte mal, ich muss mal eben ganz kurz einmal unterbrechen. Ich habe ein kleines persönliches Problemchen und ich melde mich gleich wieder. So, entschuldigt bitte die Unterbrechung, die ich gerade gehen musste. Jetzt muss ich erstmal das Spiel hier wieder aufladen. Ich hoffe, das klappt gleich. So, das Intro wollte ich mal für euch durchlaufen lassen. Absolut gutes Spiel. Kannst du echt nicht beschweren. So, ihr fangt also direkt am Strand an. Bewegen könnt ihr euch entweder mit der Maus, WASD könnt ihr auch machen. Das ist eure eigene Entscheidungssache, wie ihr das gerne machen möchtet. Fangen wir erstmal ganz kurz an mit der Erklärung des ganzen Spiels. I need 100 gold to go in the town. Das ist unser Ziel. Das wird von Asta immer ganz gerne mal angesagt.
was wir alles bekommen müssen. Aktuell brauchen wir 100 Gold, um überhaupt in die Stadt gehen zu können. Wenn ihr mal Probleme habt, gerade bei Captures 2, gibt es einen echt, Teil, wo ich auch ein bisschen festgesessen habe. Da musste ich selber mal kurz eine Komplettlösung was nachgucken, weil da wurde das nicht so richtig erklärt oder ich habe es überlesen, kann auch sein. Aber egal. Immer genau darauf achten, was die da oben auch sagen, wo man hin muss. Die geben euch ungefähr immer die Richtungsweise an, was ihr gerade aktuell für einen Auftrag habt. Es gibt auch Zeitaufgaben, die ihr natürlich auch lösen müsst und sowas alles. Also alles im Großen und Ganzen gut erklärbar. Ich hätte mir persönlich natürlich noch ein Menü gewünscht, wenn ich mir alle Aufgaben ansehen kann, denn wir haben hier das Field-Menü. Das rufe ich mal eben ganz kurz auf. Dort können wir zum Beispiel hier über Backscreens, Use-Item, Collections und sonst was alles uns alles angucken. Leider fehlt hier irgendwie so eine Art Sache für eine Story du gerade abgehst. Das steht immer nur hier unten in der Capture, aber auch nur ganz grob erklärt. Das obere ist das Capture, wo ihr gerade drin seid. Das untere ist ungefähr die Story, das Story-Capture, wo ihr gerade seid. Na? So, gehen wir nochmal aufs Menü. Self-Load, Comic und Backscenes erklären sich, denke ich mal, alles von alleine. Use-Item könnt ihr hier zum Beispiel machen. Ihr könnt es aber auch im Kampf nutzen. Da könnt ihr auch Items usen, wenn ihr nachher welche habt. Zum Beispiel sind das eigentlich hier eigentlich nur drei Sachen, die ihr nutzt. Einmal die HP-Wiederherstellung und die BP-Wiederherstellung. Was ist die BP? Das sind die Battle Points. Erkläre ich aber auch gleich noch was zu. Dann habt ihr hier die Statusmöglichkeit natürlich aufzurufen, um euren eigenen Status oder den eurer Gruppenmitglieder euch anzugucken. Und ihr habt natürlich die Collection. Die Collection zeigt euch an, alles das, was ihr in der Welt gefunden habt, alles Landscapes, Flirting, Megamonster gibt es auch und Galamonster. Ihr könnt also alles in der Richtung hier durchgucken. Es ist das wieder mal dieses, das habe ich immer so geliebt, wenn ich RPG-Fantasy-Spiele spiele, dieses so, weiß ich will alles haben, ich will alle meine Collection aufbessern und meine Collection vollständig haben. Das ist das halt, was ich hieran auch sehr liebe. Und ich mag so eine kleinen Gimmicken an so irgendwelchen Games, die mich dann nochmal ein bisschen dazu motivieren, weiterzuspielen und eben halt auch so welche kleinen Sachen eben alle zu sammeln. So, ihr könnt aber auch das Statusmenü eurer jeweiligen Mitglieder, hier aktuell ist es nur Erster, aufrufen, indem ihr auf den Bildschirmbutton klickt und dann habt ihr eigentlich alles schon, was zu lesen ist. Einmal, wie heißt er, was ist er, er ist ein Magic Warrior, also er kann Angriff, also er ist einerseits ein Krieger, aber andererseits aber auch kann er Magiefähigkeiten nutzen. Es gibt einige Klassen, die können nur Magie nutzen und andere Klassen können zum Beispiel die erste, die wir bekommen, ist eigentlich ein richtiger Tank, ne, ein starker, man kann sie zum starken Tank machen, die aber auch ordentlich viel Damage macht, ne. Er ist so das Mittelmaß von beiden. Die zweite, die ihr bekommen werdet, ist eine reine Magierin. Und die dritte würde ich die jetzt schon spoilern wollen? Die dritte ist näher auf Ability geskillt. Die hat sehr viele Abilities, die super positiv für das Spiel rüberkommen möchten. Weil ihr habt wirklich hier die Physical, Magical, Supporter Skills gibt es hier oben. Auch ganz wichtig, ihr guckt euch die Skill Points an, die ihr habt. Ihr habt aktuell 2 Skill Points mit ihnen zur Verfügung. Escapen und Use the Item sind immer kostenlose Sachen. Hier haben wir auch nur einen Punkt, den wir gerade verballern können, und im Magic haben wir noch nichts. Also können wir sowieso die Points nicht gerade vergeben. Ihr seht immer hier unten immer, was ein Skill Point, also was die Skill Points kosten. Das kann unterschiedlich sein von 1 bis 3, hatte ich bisher nur gehabt. Na, da kosten manche Skill Points sogar 3 Points. Dann eben halt, was sie an BP verbrauchen, steht hier oben drin. Sie verbrauchen aktuell 2 BP, wenn wir Strong Attack einsetzen. Werden uns 2 BPs abgezogen. BP befindet sich immer hier oben in der Leiste. Das lädt sich im Kampf automatisch wieder auf. Runde für Runde kriegt ihr ein BP immer wieder zurück. Und je nachdem, wenn wir jetzt die kompletten 5 BPs voll haben, verbrauchen wir dann eben halt, wenn wir jetzt 5 voll haben, 2 BP, um diese Attacke eben halt auszuführen, diese Extra-Attacke. Wir können aber auch ganz normal angreifen und brauchen natürlich keinen Battle Point ausgeben für diese ganzen Sachen. Und dann haben wir natürlich noch das Equipment. Das Equipment, leider bleibt der Charakter gleich. Er wird also kein neues Equipment so bekommen.
Das ist halt nur alles, also kein Kosmetik-Sachen, so, die man auch so nachher sieht. Es ist einfach nur, um die Werte aufzubessern, denn jedes Ding hat Werte. Das erste Schwert zum Beispiel hat einen Attack-Schaden von 30 und unsere Rüstung hat nochmal plus 10 Defense, damit wir nicht gleich so schnell untergehen. So, das sehen wir hier unten noch alles schön in den Werten wiedergegeben. Wir haben aktuell einen Attack von 80. Würden wir das Schwert jetzt removen, würden wir nur noch einen Attack-Wert von 50 haben. Wer möchte das machen? Gar keiner. Magie, weil wir auch ein magischer Krieger sind, haben wir noch 40 mit dazu. In Defense sind wir ziemlich schwach, da haben wir wirklich nur die 10 von der Rüstung mit dazu bekommen. Und wir haben einen Speed von 20. Ne? Hier unten seht ihr auch noch, was für in welche Bereiche wir reingehen. In Magieresistenz, im Multi-Hit, Critical Hits. Da gibt es spezielle Items, die ihr nachher auch noch im Laufe des Spiels bekommen könnt. Um so eben halt auch mal zu sagen, entweder ihr wollt jetzt Aster mehr so eine Art Schockmagier-Kämpfer machen oder ihr wollt ihn halt mehr magieresistent machen oder er soll Multi-Hits machen, das heißt, er soll schneller angreifen. Das hat ja auch was mit den Speed-Movement zu tun. Oder er soll mehr auf Critical-Hits gehen. Also man kann sich das Ganze schon ein bisschen so zusammenbasteln, wie man nachher seinen Kämpfer so ein bisschen ausrichten möchte. Ne? Klar ist, es gibt eine Grundvorstellung, Grundeinstellung natürlich auch. Magier wird zum Beispiel niemals mit einem Schwert angreifen. Oder auch in den Sachen physische Attacks wird ein Magier keine Punkte bekommen. Der hat halt mehr in Magic Attacks seine ganzen Skill Points, die ihr aufbessern könnt. Supporter macht er auch nicht so, denn in den Ability Skills ist es so, dass es halt die spezielle Klasse. Ability sind Sachen, das ist speziell für den Charakter dann eben halt. Da gibt es nachher auch eine Sache mit Maps, Newsen und sonst was alles. Also, es macht echt Fun und vor allen Dingen richtig Spaß. So, lange genug geredet, das habe ich mal so ein bisschen die ganzen Sachen erklärt. Den Love-Gauntlet-Spalten, den kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Aktuell kann er eine Frau haben. Und das ist sein Marriage-Status. Er muss also die Damen heiraten. Und ja, da kommen die unterschiedlichsten. Also es kommen vier Frauen hier in Frage, die er heiraten kann. Und zwar ist es das, dass er vier Stück insgesamt auch in seiner Party hat. Er findet aber auch im Laufe des Spiels immer mehr Leute heraus oder mehr Sachen mit der Kirchentante und dies und das alles. Ja, kommt nochmal dazu. Dann haben wir einen Statuswert, er ist ein Normal Person. Ne? Also eine normale Person. So, lange Rede, guter Sinn. Jetzt haben wir eigentlich mal genug gelabert. Ich finde 83 Gold und der erste Fight steht an. So, kennen viele von euch bestimmt schon dieses Fighting-System. Ich finde es sehr schön gemacht, vor allen Dingen, weil es auch Land-Escape-mäßig ein bisschen immer anders aussieht. Wenn ihr in einer anderen Welt unterwegs seid, sieht das ein bisschen alles anders aus. Ihr könnt escapen vom Battlefield, kostet euch aber einen BP-Point. Oder erhält, ihr seht auch die Ablaufliste, wer ist wann, wie, wo dran. So, wir gehen einfach mal hier drauf, bumm, hauen den Slime mal auf den Sack, ist ja nur ein Slime. Und gewinnen. Bekommen ein Level und wir sehen, was wir an Victory bekommen haben. Mit dem Level-System finde ich echt genial gelöst. Wir können das mal noch ein bisschen hier rumschlagen, wollen das noch mal ein bisschen die Fresse polieren. Ah, das Bunny Girl. Ich weiß nicht, ich kann es ja mal spoilern, nachher im Wüstenbridium gibt es ein Bunny Girl, das fand ich sehr interessant. Hat einen hohen Wert gehabt und dies und das alles. Das habe ich dann platt gehauen und eigentlich können die Bunny Girls nicht viel. Und die hat es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder so oder ein spezielles Bunny Girl, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle hat die das ganze Team so hart XP-mäßig nach oben geballert und ich war schon bei Level 22 oder sowas. Und die hat einfach mal eben ganz kurz das ganze Team nochmal ein Level Plus gegeben. Weil sie macht eigentlich nichts außer das hier. Und ran away. Und dann rennt sie weg. Also von daher, die ist die harmloseste von allen. So, wir können mal ein bisschen rumgehen, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr zeigen. Das hier sind spezielle Kampfereignisse. Wenn ihr die auswählt, könnt ihr, wir gehen ja mal hin, dann werden spezielle Events aktiviert. Oder besser gesagt, ihr habt ein spezielles Event, wo ihr mehr XP farmen könnt. Die Monster aber auch leicht etwas stärker sind. Da können wir ja mal rein. Hier werden es, also, ne, leicht stärker. Im späteren Spiel werdet ihr das merken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei Gegner und wir bekommen nachher noch ein Plus auf unsere XP, wenn wir die beiden geschlagen haben, von 1,5%. So,
Also ist wieder alles Statistik wichtig. So, 171, erster Slime macht gerade den Badeabend. Der zweite Slime kriegt hinterher. Bumm, weg ist das Ding. Zack, bumm, Slime gekillt. Wir gehen mal hier oben hin. Nimmt Truhen mit, weil hier bekommt ihr schon den ersten Bonus, den ihr mit einsetzen könnt. Das ist für die Magie. Haben wir eingesetzt. Jetzt kann der liebe Esther auch Magie benutzen. In der Welt gibt es so viel zu entdecken. Kleinigkeiten, auf die man so ein bisschen achten sollte, die komplett Spaß machen. Also für mich wirklich, ehrlich gesagt, hat diese Welt ein echt... Wir können ja mal Magie einsetzen. Auf den Slime ist eine andere Magie. Ich glaube, Feuermagie. Nee, der ist eigentlich gegen alles. Den kannst du mit jedem Scheiß platt machen. Der Anfangs-Slime ist nicht so schlimm. So. Ich werde euch jetzt mal noch mal ganz kurz ein bisschen wohin nehmen. Und zwar für alle Superstars unter euch. Ach, hier kommt das Adventure Guide. Der erklärt uns eben halt, dass die Knights die Brücke da bewachen. Grüne Ausrufezeichen sind immer sehr wichtig für die Story-Fortschritt nachher auch. Wenn ihr in verschiedenen Bereichen nachher unterwegs seid, solltet ihr immer nach grünen Sachen gucken. So, wir holen uns hier nochmal. Das haben wir Display Enemy Info. Ja, am Anfang nicht sehr wichtig. Das könnt ihr euch selber auch als Skill packen. Dann bekommt ihr halt Informationen über euren Gegner. Was sind seine Schwächen? Was für ein Typ ist er? Und am Anfang finde ich diesen Skill noch nicht sehr wichtig. Später, wenn ihr der Magierin und sowas alles dabei habt, solltet ihr doch mal ganz kurz drauf gucken. Ah, wir haben wieder ein Bunny Girl. So, da hauen wir jetzt mal einen Strong-Schlag mal auf die Fresse. Und dann kriegt sie nochmal einen rein. Dann haben wir sie geschafft. Victory. Wir kriegen einen Treasure. Manchmal kriegt man auch Schätze. Und das ist halt das, was ich meine. Dieses Teil hier zum Beispiel würde eure komplette HP wieder auf einen neuen Level auffüllen. So, ich wollte mit euch mal ein bisschen hingehen. Und zwar möchte ich mir gerne euch mal hier hingehen. Gleich. So, bumm. Wir hauen nochmal in ganz kurz ein paar Slime, okay? Aktuell geht's noch. Mit 20 HP kann ich locker leben. Aber tun auf Dauer natürlich auch ganz schön weh, ne? Ihr seht das selber. So, wir können nochmal einen Strong machen. Die BP am Anfang zu verbrauchen macht relativ viel Sinn. So, wenn ihr jetzt ganz mutig seid und ihr seid wirklich ganz mutig, geht ihr einfach mal auf die Krabbe rauf, kriegt den ersten richtigen Hit in die Fresse und ihr wisst dann schon mal auf alle Fälle, wo euer Herz geschlagen hat. Denn selbst mit euren, sagen wir mal so Level 10 oder sowas alles oder Level 7, wird es schwer werden mit der Krabbe. Also haut euch, das sind so spezielle, wie nennt man sie? Ach so, das ist auch geil gerade. An denen füllt ihr eure HP immer automatisch immer auf, da braucht ihr nichts machen. Trinkt ihr einfach nur draus. Und die HP ist voll. So, diese Monster hier oben, davon gibt es mehrere. In verschiedenen Maps. Das sind so eine speziellen Bossmonster. Eine ganz spezielle Art von Bossmonster. Wenn ihr die besiegt, bekommt ihr ordentlich viele XP natürlich gefarmt. Und gleichzeitig findet ihr die dann nachher auch noch in eurer Collection. Das sind diese Mega-Monster, die ihr besiegen könnt. Ne? 1 bis 10, 11 bis 15. So viele Mega-Monster gibt es. Die könnt ihr dann eben halt platt machen. Gala-Monster müsste, glaube ich, schon was aufgetaucht sein oder noch nicht? Ne, der zählt noch nicht mal dazu. Legt euch mit diesen Monstern erstmal überhaupt noch gar nicht an. Später bekommt ihr die Missionen, an denen euch zwei Leute nochmal unterstützen, sagen wir mal so. Und dann könnt ihr es schon mal schaffen, diese Monster vielleicht eventuell zu vernichten, weil die ultra stark sind. Und die machen die beiden Monster auch platt. Ein kleiner Tipp nochmal vorweg. Doch am Anfang solltet ihr euch absolut nicht mit den Monstern anlegen. Lasst die einfach schön still liegen. Aktuell, die Slimes sind auch nicht sehr stark. Die haben auch nicht so viel Hit-Power-Kraft. Klar, wir dodgen gerade auch mal zufälligerweise mal. So, und wir sind gleich das erste Level. Und wir haben die 100 Gold zusammen. So, da wollen wir mal zurück. So, jetzt wollen wir zurück zu dem Platz gehen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Haltet euch geschmeidigst aus dem Wald erstmal anfangs fern. Warum? Oh, die kann gleich da abhauen, glaube ich. Oder doch nicht. Schade, Bunny Girl. Gleich Level 1, sehr schön. Diese Wolken, die ihr hier oben seht, das sind spezielle Monster. Das sind harte, schwere Gegner. Wenn ihr da am Anfang drauf trefft, die hauen euch mit einem Schlag weg. Ne, lasst diese Wolken erstmal komplett raus. Am Anfang ist es, glaube ich, ein Affe, der euch da die Marschrichtung vorgibt, dass ihr am Arsch seid.
haltet euch auf den Wegen am Anfang ein bisschen auf und macht erstmal ein paar Slimes fertig. Da habt ihr erstmal genug zu tun. Ne? Und wir können das Level aufsteigen. Hier, warum steige ich jetzt nicht auf? Was ist gerade los? Tja, Level-Ups. Schöne kleine Kiste mit den Level-Ups, finde ich ziemlich cool. Ah, wir haben Item, das kann ich gleich mal ausnutzen. So, ein Item habe ich nämlich, das gibt mir das noch mit dazu. Jetzt haben wir nämlich Essery auf 120. So, wir geben mal eine Strong Attack einfach mit rein. Da sind wir gut gedodged. Hauen wir nochmal mit drauf. Und nochmal mit drauf. Merkt euch später auch ein bisschen die Ablaufrichtung der Gegner. Es ist weise nachher beim Kampf zu wissen, welcher Gegner greift wann an. Das ist deswegen ganz gut zu wissen, weil bei mehreren Gegnern, es gibt unterschiedliche Gegner, es gibt Healer-Gegner, es gibt Gegner, die Defense für andere Gegner geben und sonst was alles. Da sollte man schon ein bisschen nachgucken, dass man einen gewissen Gegner dann lieber vorab schon mal wegmacht. Dann haben wir gerade gesehen, mein Leveling-System geht ja immer weiter. Ist das dann alles futsch? Nein, ist es nicht. Es wird mit ins nächste Level schon übertragen. So, und wir gehen einfach mal in die Town. Oh, es macht unheimlich Spaß. Ich kann es euch echt nur sagen. Also ich habe hier so meinen Spaß drin gehabt. So, er kommt wieder zurück. Sie hat ja gesagt, er kommt mit 100 Gold rein. So, und I've got 100 Gold. Show me. Und es fällt alles runter. Ihr wisst, das kann jetzt ein bisschen länger dauern, ne? Und scheiße, jetzt muss ich noch starten. Also auch der gute Symphomor ist irgendwie drin. Das finde ich ja gerade geil, wenn so ein bisschen Symphomor mit reinkommt, so wo man ein bisschen so schmunzeln kann, gerade bei ihr. Oh, what time is right now? Damit hat er sich ein bisschen verarscht. Weil sie 1, 2, 3, 4, 5 gemacht hat. Oder 6 war sie. Und er so, ja, welche Uhrzeit ist gerade? Ja, 11 Uhr. Und dann fängt sie mit 12, 3. Also ein bisschen was rausgenommen. Oh, 45, 46. Nächstes 47. Immerhin war man nett. Und sie sagt selber, sie ist nicht gut in so Nummer-Sachen, ey. Ach Mann, ey, die tut mir echt leid, ey. Die ganze Scheiße einsehen muss. Okay, sieht so aus, das dauert erst eine Weile. Yoshi. Und da gibt die uns das Gold wieder zurück. Das muss man sich mal überlegen. Die zählt das Gold komplett durch und gibt uns das wieder zurück, ey. Ja, wie sie auch schon gesagt hat, in Inn kann man Stamina wieder recovern. Lady Ramius, genau. Gut, dass wir keiner von den Outlaws sind, ja. So, ich klicke das mal ein bisschen durch, weil ich will hier nicht alles wegnehmen, obwohl die Storyline so schön ist. Oh, vielleicht machen wir Let's Play davon. Ich kann es ja mal reinschreiben, wenn ihr Bock habt, dass wir da ein Let's Play von machen sollen. Warum nicht? Ich hätte richtig Lust, mit euch das zusammen zu spielen, weil es echt unterhaltsam ist. So, dann kommen wir hier in die Location an. Wir sind jetzt gerade in Able. Das ist die erste Town, die ihr überhaupt begegnen werdet. Hier habt ihr das Inn. Da könnt ihr eure HP wieder recovern. Ihr habt einen Item-Shop, der sehr interessant ist. Da gehen wir auch gleich mal rein.
Jeden Itemshop ist auch cool, komischerweise mein anderer Händler. Auch ziemlich geil. Und ihr müsst aufpassen, das Preissystem passt sich an. Das heißt, kauft ihr wie bekloppt von den Dingern hier immer Sachen, werden die teurer. Ne? Werden immer teurer und immer teurer. Also das wird nachher ziemlich teuer. Macht am Anfang nicht den Fehler und kauft euch das magische, die ersten Schwerter und die ersten Anzüge. Die braucht ihr nicht. Die findet bessere Sachen nachher im Laufe des Spiels. Ne? Skillt lieber ein bisschen mehr. Das würde ich euch empfehlen. Oder gebt das Geld vielleicht für so welche Sachen am Anfang erstmal aus. Oder für das hier gibt dann die Full Battle wieder zurück. Aber kauft am Anfang erstmal nicht die Sachen, sondern kauft die erst ab der zweiten Welt, wo ihr drin seid. Da könnt ihr die dann kaufen, weil da werden die schon echt ein bisschen wichtiger. Am Anfang habt ihr echt gutes Spiel soweit. Dann haben wir den Level Shop. Was ich ja schon erzählt habe, wir sind gerade bereit aufzuleveln. Wir gehen einfach mal in den Level Shop, denn dort wartet jemand, der uns das Level abgeben kann. Von dem Ding da. Oh, ich hätte die Bock, das alles so laufen zu lassen, aber ich muss leider skippen, ey. Sonst wird das Video einfach zu lang. Wir sind jetzt schon wieder bei 23 Minuten, ey. Und davor habe ich auch schon aufgenommen. So, dann taucht sie einfach auf, weil sie lässt die Puppe da mal hin, weil sie so überall magisch anwesend ist. Sie hat ja mehrere Shops in der Gegend. So, Sora ist da und bei Sora könnt ihr als einziges aufleveln. Die gibt euch dann eben halt neues, ein Level ab. Ihr könnt aber auch, ihr müsst nicht immer nach Sora laufen, sondern Sora erzählt euch auch, dass es einen Schriftzug gibt. Den kriegen wir jetzt. Und zwar kann man das einmal auch auf der Map nutzen. Wenn man eine davon hat, kann man dieses einmal nutzen. Das sollte man dann wirklich nutzen, wenn man weit von einem Shop weg ist und man noch nicht Teleport hat. Und vielleicht dann sagt, alle vier sind gerade oder alle zwei sind gerade am Aufleveln. Dann sollte man das vielleicht eventuell mal nutzen. Ansonsten empfehle ich immer ganz persönlich immer wieder zurück zum Shop oder besser in eine Stadt zu gehen und dort eben halt schnell das Level abzuvollziehen. Außerdem gibt es eine schöne Age-Szene, eine kleine Mini-Age-Szene. So, in der Kirche, auch sehr wichtig, solltet ihr auch hingehen. Denn da trifft ihr Lorraine. Die gibt euch auch die erste Side-Mission mit auf den Weg, die ihr dann nachher auch machen müsst in Part 2 oder besser gesagt im zweiten Akt, Capture 2. Ist sie auch sehr wichtig, weil da müsst ihr sie auch, gibt es auch eine Side-Quest, die ihre Questline abschließt, ne? Nur mal so. Zu mal kleiner Mitbringsel auf dem Weg. Natürlich ist unser kleiner perverser kleiner Kerl immer gut dabei. In Gather-Info bekommt ihr Sachen, kleine Hilfetipps und sonst was alles, wo ihr hin müsst, was ihr machen müsst, dies und das alles. So, ihr könnt aber erstmal die Town erstmal verlassen. Hier nochmal ganz kurz nochmal ein paar Slimes fangen. Und dann geht das Abenteuer eigentlich erst richtig los, ne? Bis ihr eure erste Gefährtin bekommt. Dauert es kurz noch ein bisschen. Aber ihr bekommt sie relativ schnell. Na gut, dann haben wir mal gedodged. Dann haben wir den Slime auch noch was am Rohr. Ich glaube, sie hat ein Level von Level 5. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder in Abel wieder reingehen. Können wir ja am Innen wieder pennen und unsere Energie wieder aufbauen. Füllen lassen. So, jetzt ist nämlich das Ziel. Wir sollen erstmal auf alle Fälle eine Stufe erreichen. Oh nee, warte mal, oder war hier irgendwo noch ein Ziel? Ich habe den Anfang jetzt so weit schon vergessen, weil ich jetzt übelst weiter schon bin. Ja, was heißt Capture 3? Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein gewisses Level erreichen. Und ein paar Sachen auch erledigen. Legt euch auf alle Fälle nicht mit der Dingses an. Ich sag's euch nochmal vorweg, mit der Krabbe. Das könnte euer Todesurteil werden. Klar, ihr könnt da wieder respawnen. Aber bei den Krabben ist das nämlich ganz fies. Passt auf, ich erkläre euch das ganz kurz. Oh, Bunny Girl. Hau weg. Immerhin schon mal 170er Schaden. Ja, schaffe ich so mit einem Schlag noch weg. Sehr schön. Und Treasure Shards haben wir gefunden.
Da kriegt ihr zum Beispiel schon ein besseres Schwert. Können wir auch gleich ausrüsten. Sehr schön, habe ich das mit den Schwertern auch gleich schon mal gezeigt. Das Problem ist, wenn ihr hier jetzt die Krabbe aktivieren wollt und ihr wollt eine Heldentat machen oder sonst was alles und ihr geht drauf, seid ihr tot. Ihr werdet aber wieder respawned in der Welt. Und das Problem ist allerdings, dass ihr könnt euch in einer Endlosschleife des Todes gefangen sein. Vor allen Dingen gerade, wenn ihr schon ein bisschen weiter gespielt habt. Denn ihr müsst den Kampf trotzdem wieder machen. Und wenn ihr auch ein Lower Level seid, kriegt ihr immer was auf die Fresse, weil euer Speicherstand zum Beispiel, ja, es gibt Autosaves, aber wer weiß, wo der dann geblieben ist, wenn ihr das letzte Mal den Autosave benutzt habt. Und es wäre echt ärgerlich, wenn ihr da noch drauf geht und dann in dieser Zeitschleife gefangen seid, weil ihr nicht mehr rauskommt wegen dieser Krabbe. Ne? Lasst sie einfach erstmal liegen, links liegen. Die hat euch erstmal gar nicht zu interessieren. So, ein Baby Lizard Ground, neuer Charakter, der mal dazugekommen ist. Die ist auch ein bisschen härter. Da geben wir einen Strong-Angriff drauf. Hat sie das auch gleich erledigt. Gott, ey, und ich mach das Vieh so heftig. Fertig seit neuestem. Sie haben Buff benutzt. Das heißt, mit ihrer nächsten Attacke macht dieses Tierchen mehr Schaden. Das heißt, von unseren 111 werden wahrscheinlich noch ein bisschen weniger davon bleiben, wenn wir sie jetzt nicht töten würden. Das meinte ich auch nachher, wenn ihr aufpassen sollt mit... wir sollen runter, glaube ich, zum Strand. Wenn ihr... wenn ihr nachher Gegner anvisiert, solltet ihr ein bisschen aufpassen. Oh, sie haut, glaube ich, gleich ab. Na, kriegt sie jetzt eine auf. Und weg. Kann mir doch mal ein Level up verballern hier, die Kleine. So, also wie gesagt, es macht wirklich einen unheimlichen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Man glaubt es gar nicht, aber ich habe mich hier so weggesuchtet in dem Game. Ah, da oben ist das nächste Ausrufezeichen. Da sollten wir eigentlich hin. Na, ist nicht schlimm. Am Anfang leveln ist sowieso nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Und nutzt die Zeit, geht wieder zurück in die Towns und recovert dort wieder. Weil man kann auch sehr schnell, schneller Game Over gehen, als man gucken konnte. So, ich würde sogar noch sagen, wir machen noch ein bis zum Level 2. Dafür nehme ich mir sogar das hier mit. Dann sind wir nämlich schon gleich Level 2. Und dann geht das Ganze ein bisschen einfacher voran. So, Level 2 erreicht. Machen wir das eben schnell in Abel noch das Level 2 fertig. Bang! Sehr schön, Level 2. Levelt erstmal in aller Ruhe, macht das erstmal in aller Ruhe fertig. Story Mission können wir jetzt auch schon mal anfangen. Da kommt mir die Sida hinzu. Oh, die hat so gelitten, die Alte. Kannst du das einfach so willst, ey. Die tut mir echt leid, ey. Die kommt von einer Scheiße in die andere rein, weil die wird damit nicht auch entführt. Und ja, wie sollen sie dann retten? So, erstmal sollen wir sie zurück nach Abel bringen. Dort lernen wir einen weiteren Charakter wieder kennen. Ich weiß noch nicht, ob er gut oder böse sein wird. Ein bisschen Naruto-Style lässt ihn auf alle Fälle schön grüßen. Ah, ist trotzdem echt ein unterhaltsames Spiel. Also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, das Game mal zu zocken. Hat mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, ich klicke mal ein bisschen die Story-Writers durch. Nicht alles ist synchronisiert. Meistens sind immer die Charakterinnen synchronisiert, die auch wirklich die Hauptcharakters sind. Was ich aber nicht schlimm finde. Man kann es ja alles in einer Ruhe durchlesen, wenn man möchte. So. Also wie gesagt, ich werde das Spiel definitiv, bin gerade aktuell dabei, das Spiel komplett durchzusuchten. Macht auch unheimlich viel Spaß. So, wir lieben wieder. Und ja, ich würde sagen, habe ich euch mal einen ganz guten Ersteindruck eigentlich gebracht, wie das ganze Game läuft. Genau. I'm jealous. They say the farm was on the north of the town. So, im Norden der Zeit. Hier ist die Farm. So, da ist dann immer mit den Ausrufezeichen. Wir haben Gras gefunden. Das bringen wir dann nachher wieder zurück. Und derzeit hauen wir nochmal einen auf den Backen. Es ist halt typisch für ein RPG, dass man sehr viel kämpft und sehr viel levelt. Das ist halt völlig typisch für so ein Game. Das muss auch bei so einem Game sein. Ich würde jetzt zum Beispiel die beiden hier auch noch plätten. Nur um die 1,5 XP mitzunehmen. Die Schadenssache, weil ich sowieso gleich ins Taunchen rein muss, wäre mir dann egal. Ich hätte auch Battle einsetzen können. Ich habe mir das aber schon angewöhnt, diese Battle-Phase erst dann einzusetzen. Ah, minus 10, die kann ich verkaufen. Brauche ich gar nicht, die Scheißrüstung ist völlig nutzlos. Ach, übrigens, genau, verkaufen.
Genau, jetzt wird erzählt, dass sie eben halt entführt worden ist. Und sie joint jetzt unser Party? Nee, noch nicht. Glaube ich, oder? Joint sie schon unser Party? Gucken wir mal. Auf alle Fälle habe ich mir immer angewöhnt, meine Battle Points mir aufzusparen, weil im späteren Verlauf, wenn die Gegner halt schwieriger werden oder so, sind Battle Points der letzte Punkt, wo du die dann wirklich schnell runter machst mit. Na, deswegen kämpfe ich, wenn ich Battle Points einsetze und ich habe schwache Gegner, klatsche ich die meistens immer gerne so weg, ohne die Battle Points nachher zu verballern. Weil ich halte mir die immer gerne auf, wenn ich merke, dass stärkere Gegner kommen und die dann gerade auch jetzt aktuell in Capture 3, sind die schon wieder eine ordentliche Stufe höher. Der Wechsel zwischen 1 und 2 geht, aber in 3 wird man dann schon echt, man merkt dann schon, dass die da echt eine ordentliche Nummer zugezogen haben. Selbst mit Equipment. Genau, wir haben ja gerade erklärt, dass wir eigentlich nur hier sind, um unsere beiden Schwestern mal hart dran zu nehmen. Das fand sie dann nicht so geil. Naja. War vielleicht nicht die beste Option, dir das zu erzählen. Richie sehen wir auch wieder. Wie gesagt, Richie ist eine reine Magierin, die begegnet uns dann eben halt im dritten. Nee, diesen ersten Teil kriegen wir auch noch Richie, genau. Oder war das im zweiten? Ich weiß es nicht. Nee, im zweiten bekommen wir Richie. So, ja. Ich denke mal, damit habe ich euch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Unheimlich geiles Spiel von Alice Soft. Zieht euch das Game unbedingt mal rein, weil ich kann das wirklich nur eine super gute Empfehlung raussprechen. Es macht unheimlich viel Spaß. Mein Suchtpotenzial wurde wieder geweckt. Bin ja sonst eigentlich auch, ich habe gerne RPGs immer gespielt, aber die letzten waren mir eigentlich immer ein bisschen zu langweilig oder es war immer so ein bisschen so, dasselbe, same. Hier ist einfach die Storyline gut geworden. Es macht einfach ordentlich viel Spaß und ja. Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Sorry, dass das Video ein bisschen länger geworden ist, aber ich musste hier halt ein bisschen mehr erklären. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Und wir können ja mal drüber reden, ob wir da vielleicht mal wirklich ein Let's Play von machen sollen oder nicht. Ich schreibe es einfach in die Commentaries rein. Könnt ihr euch nachgucken oder stimmt dafür ab, ja oder nein. Vielen, vielen Dank erstmal und bis zum nächsten Mal.